und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Tag auch. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mich begleiten durch Niedersachsen und Bremen. In der heutigen Sendung bin ich in Hannover. Genauer stehe ich jetzt hier im 5. Stadtbezirk Miesburg-Anderten. Leben tun hier etwa 32.000 Menschen und man könnte davon ausgehen, dass die es alle sehr bequem haben. Denn seit 2003 gibt es hier einen Meisterbetrieb, der sich aufs Polstern spezialisiert hat. Ob Stuhl, Sofa oder Autositz, ob alt, ob neu, hier in der Möbelpolsterei und Autosattlerei Jäger wird alles bequem gemacht. Und wie genau das funktioniert, schaue ich mir jetzt an. Sitzmöbel gibt es heutzutage bereits in allen Formen, Farben und Materialien. Aber bestens auskennt tut sich damit Susanne Jäger. Hallo, ich freue mich, hier heute mal bei Ihnen sein zu dürfen. Ich habe es gerade schon angesprochen, verschiedenste Farben, Formen, Materialien, wie man auch schon sieht, prägen heute quasi die Sitz- und Liegekultur. Das muss doch ein wahnsinnig abwechslungsreicher Beruf sein, oder? Das ist auf jeden Fall. Wir haben, wenn wir unsere normalen Kunden so abgehen. Wir haben keine Sachen, die sich irgendwie wiederholen. Das ist total abwechslungsreich. Es macht sehr viel Spaß und es ist jeder so individuell, dass wir natürlich auch eine große Vielfalt an Materialien, Oberflächen, wie auch immer, zur Ausstellung haben müssen. Das glaube ich, das hat sich auch bestimmt verändert. So in den letzten Jahren, da sind doch unendlich viele Materialien, glaube ich, dazugekommen, oder? Also zumindest hat man einen Modegeschmack und dadurch wechseln eigentlich die Kollektionen. Wenn man so die Bekleidungsindustrie sieht, die ist Mode tonangebend und daraufhin entscheiden sich natürlich auch neue Musterungen, neue Oberflächen, die man halt für den Polsterbereich später einsetzen kann. Das kriegt natürlich der Endkunde erst sehr viel später mit, bis er so merkt, was eigentlich modern ist. Da sind wir schon wieder 2 Jahre mit unseren Kollektionen voraus, wo wir uns dann die Frage stellen, was machen wir eigentlich mit diesen Sachen? Die sind im Moment noch gar nicht verkaufbar. Der Kunde muss erstmal über Medien, über Zeitschriften, alles Mögliche darauf vorbereitet werden, dass sich da was ändert. Und das ist für uns, wir kriegen es immer früher mit und fragen uns natürlich, wie lange dauert es wohl, bis der erste Kunde tatsächlich mal sich an so ein neues Material ranwagt. Ich glaube, die Entscheidungsfindung ist auch richtig schwer, wenn man so viel Auswahl hat. Gibt es so einen Klassiker, wenn ich mir das Muster hier mal anschaue? Das ist so eigentlich eher eine ältere Epoche, würde ich sagen, so Blumenmuster. Genau, also das Klassiker ist eigentlich immer Blumen oder Streifen. Mhm. Das sieht man jetzt bei der Kollektion nicht, weil die ist extra so landhausartig aufgemacht. Das hier könnte man mit einem Biedermeier-Streifen vergleichen, wobei es kein echter gibt. Also es gibt wirklich Materialien, die gibt es schon sehr lange. Das ist ein Mohair zum Beispiel, ist ein Velour von der Mohair-Ziege. Und dieses Material ist eigentlich so von der Zielgruppe eher für etwas ältere Leute. Das hier ist auch absolut Landhaus. Also dementsprechend, was ja auch sehr modern ist gerade. Ganz genau, also mit diesem Shabby Chic sieht das richtig schick aus. Oder man hat halt einfach, wenn man in dem Bereich geht, viele Möglichkeiten zu kombinieren, dass man vielleicht dieses große Florale auf ein Sitzkissen macht und den Korpus dazu hier in Uni da passend, so dass man halt einfach auch mit verschiedenen Materialien kombiniert. Das ist noch gar nicht so stark, wird es nicht angenommen. Das ist leider immer sehr doch einseitig. Obwohl es so eine Vielfalt gibt, ist das Sofa meistens am Ende doch Uni. Mhm. Oder mal gemustert, aber nur dann gemustert und nicht Korpus, ja, bunt. Das ist so mutig, ne? Weil ganz das genau. Ist ja dann doch so ein Hingucker, ja, der so zentral. Ganz genau. Und man kann es halt einfach im Vorfeld nicht sehen, wie sieht es später aus. Wir können uns das vorstellen, weil wir halt oft damit zu tun haben. Aber im Endeffekt erwarten wir von unserem Kunden natürlich auch so viel Vorstellungskraft. Und da ist es dann oft so, dass man eher sagt, okay, ich hätte es gern so, wie es vorher war oder eine andere Farbe. Aber man hat sich dann schon so dran gewöhnt. So ist es. Hier sieht es aber sehr, sehr flauschig aus. Das kann man tatsächlich auch als Bezug nehmen, ja? Jein. Also das ist in erster Linie dafür gemacht, dass man halt so Tagesdecken, so große Plätze für ein Sofa macht. Das ist sonst nicht ganz geeignet. Es gibt sowas in der Optik, aber dann ist es als Gewebe und nicht so stark flauschig. Also das ist jetzt eher für ein Plät und für solche auf jeden Fall schon mal sehr flauschige, gemütlich. Flauschige, gemütliche Teile, ganz genau. Sie sind Raumausstatterin eigentlich. Wie kam die Entscheidung, sich dann wirklich auf diese Polsterei zu spezialisieren? Die wurde bei mir eigentlich in der Ausbildung gelegt. Also ich wollte Raumausstatter lernen, weil ich was Kreatives machen wollte und auch was, wo ich am Ende ein Arbeitsergebnis sehe. Das ist mir ganz wichtig. Und ich wollte nicht gleich Innenarchitektur studieren. Das war eigentlich der
ursprüngliche Weg und habe mich dann während meiner Ausbildung in einer Polsterei dafür entschieden, eigentlich sind Möbel das, was mir gut gefällt und bin dann dabei geblieben. Mhm. Das war eher Zufall, aber und quasi das ist also die Krönung hier jetzt mit Ihrem Betrieb, genau. Das auch so umzusetzen. Das ist toll. Wir hatten auch von Sitzkissen gesprochen. Hier ist jetzt mal, ich sehe das mal, weil ja gerade auch Polsterei, man hat jetzt von den Bezügen gesprochen, das ist jetzt mal so ein Sitzkissen mit Leder. Hier sind ja auch schon verschiedene Sitzauflagen sicherlich für Stühle. Genau, ganz genau. Die müssen ja sicherlich dann auch verschiedenste Kriterien erfüllen, ne? Richtig, also es gibt ganz unterschiedliche Anforderungen, die so ein Möbelstück braucht. Erstmal große Unterscheidung, ist es für einen Privatkunden oder ist es für ein Objekt? Sind da jeden Tag irgendwie 100 Leute, ne? Oder ist es eben nur der Esszimmerstuhl, der irgendwie nur sonntags zum Mittagessen genutzt wird? Ja. Und darauf beruht eigentlich alle Entscheidungen, sowohl das Innenleben des Stuhls oder des Stuhlsitzes, als auch eben das Außen drumherum. Dann Sie sprachen es gerade an, ich sehe es nämlich auch hinter Ihnen. Da würde ich sehr gerne mal hingehen, Innenleben. Sieht man es schon, das ist Schaumstoff. Das ist Schaumstoff, ne? Ganz genau. Und ist der noch, also man merkt, ich finde, der fässt sich ein bisschen anders an als der, die sind bestimmt dann sicherlich noch unterschiedlich. Ganz ne? genau, es gibt, es ist sehr theoretisch jetzt, aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Herstellungsmöglichkeiten für Schaumstoffe. Und es gibt halt Kaltschäume und Polyurethanschäume. Mhm. Dadurch unterscheiden die beiden sich schon mal, das ist ein Kaltschaum. Mhm. Man kennt das auch aus der Matratzenindustrie, also ganz oft aus der Werbung schon Kaltschaum oder Latexschaum. Ja, ja. Und in erster Linie ist halt der Kaltschaum der Schaumstoff, der hochwertigere ist und wird halt dementsprechend auch dann im hochwertigen Möbelbau eingesetzt. Ich verstehe. Und von den Farben her, das macht keinen Unterschied. Das ist einfach nur eine Gewichtssache. Also das wird ja in Kubikmetern und im Raumgewicht und in der Stauchhärte gemessen. Und damit man das unterscheiden kann, ist es halt einfach anders farbig. Ich verstehe. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Küchenarbeitsplatte. Warum ist das so witzig gemustert? Das ist ein Verbundschaum und der entsteht quasi aus ganz vielen kleinen Schaumstoffflocken. Und die kann man so im Detail sehen und deswegen sieht es so geschnitten aus. Also so Schaumstoffreste, aus in dem Fall Polyurethanschaum, werden zusammengepresst und ergeben diesen Verbundschaum, der dann noch mal stärker ist, als diese Fläche ohne. Das gibt viel mehr nach. Genau. Sowas nutzt man zum Beispiel, wenn man Motorradsitzbänke aufpolstern will, wenn man klein ist, nein, umgekehrt, wenn man groß ist und man braucht noch ein bisschen mehr Höhe und man kann die Sitzbank selber an der Maschine nicht mehr verstellen, dann kann man mit sowas auch arbeiten, sitzt weich, obwohl man eigentlich einen festen Untergrund braucht. Und Motorradbänke, da sehe ich gerade, es ist nun nicht keine Motorradbank, aber ein Autositz. So ist es. Autosattlerei ist ja auch hier großes Thema. Na klar, ich denke mal, großer Unterschied, der ist komplett umspannt. Ne? Was kann man so zum Vergleich zum Stuhl, das ist jetzt Leder, was ist da noch für eine Besonderheit? Also bei Fahrzeugsitzen ist es eigentlich ein ganz anderes Arbeiten als bei einem Polstermöbel. Erstmal müssen wir die Bezüge im Vorfeld komplett herstellen, ohne dass wir an dem Sitz selber arbeiten. Das heißt, die Zuschnitte sind komplex. Man könnte vielleicht auch mit einer kleinen Serienfertigung solche Sachen ändern. So, die Autoindustrie macht es ja auch nicht anders. So, dass man halt wirklich speziell für so einen Fahrzeugsitz was anfertigt. Oder man kann da ganz anders spielen in den Oberflächen. Also die Kunden sind, glaube ich, für den Polsterbereich gar nicht so bereit, verschiedenartige Materialien zu mixen, was ich eben schon ansprach mit den Polsterstoffen. Beim Leder, bei dem Auto ist es oft so, der Alcantara ist mit drin und das Leder ist dabei, da ist die Kombination da, da kann es auch gemustert sein, da wird was eingestickt, das ist alles möglich. Beim Polstermöbel wird alles uni bezogen oder überwiegend und da ist es auf einmal nicht möglich. Das ist ein bisschen kurios. Aber es macht jedenfalls sehr viel Spaß, da eben individuelle Wünsche umzusetzen. Das glaube ich. Und neben der Restauration fertigen Sie ja auch selbst Stücke an. Wo nehmen Sie da die Inspiration her? Was sind so Ihre Quellen? Das kommt eigentlich aus der Mode. Also ich würde sagen, wir sind im Normalfall inspiriert schon durch die Modezeitschriften, so dass man halt wirklich versucht, da so ein paar Sachen anzulehnen. Mit der Zeit zu gehen, sicher. Ganz auch, genau, ne? Ganz genau. Also so, ansonsten bauen wir viele neue Sachen, die halt einfach aber in Zusammenarbeit mit Tischlereien entstehen, weil es halt einfach für einen Ladenbau zum Beispiel. Das klingt interessant. Ich würde natürlich sehr gerne jetzt so ein bisschen auch die Arbeit kennenlernen. Was können wir denn heute zusammen polstern? Also wir haben ein paar Stühle vorbereitet. Da können Sie auf jeden Fall selber mit Hand anlegen. Wir können mal zuschauen, wie eigentlich so ein Möbel zerlegt wird. Wir können uns anschauen, wie ein Möbelstoff zugeschnitten wird, warum da so viele Einzelteile sind und wie das dann am Ende auch zusammengenäht wird und wie es natürlich auch auf das Möbelstück draufkommt. Prima, dann lass uns loslegen. Was haben wir hier für einen Patienten? Also das ist einer von zweien und der wird von
kommt so aus den 70er Jahren und hat die Großeltern eines Mädels haben diesen beauftragt, damit ihr Mädel zukünftig zwei schicke kleine Sessel im Wintergarten stehen hat. Retro ist ja auch eigentlich wieder modern. Ganz genau. Und der wird jetzt im Prinzip dann nochmal entkernt und dann nochmal neu bespannt. Ganz genau. Also wir haben bei diesen Aktionen, bei dem hier zum Beispiel ein loses Kissen, das ist ganz einfach, das nimmt man nur raus. Aber alles andere ist halt auch, ist halt fest, ist eingebaut und das muss man erstmal runternehmen, weil halt einfach dieser alte Bezug raus muss, ab muss. Oh, und ich glaube, da kommt manchmal noch einiges zum Vorschein, oder? Wenn man so alte Möbel hat. Was war denn das Skurrilste, was Sie mal erlebt haben? Wir haben mal bei einer Dame, ich glaube, 6 oder 7 Scheren rausgeholt aus so einer Sitzgruppe. Da hatten wir drei Sessel und ein Sofa und die scheint unheimlich gerne Handarbeiten gemacht zu haben, wo wir uns dachten, so, was macht man, warum tut man Scheren da rein? Das fällt halt einfach zwischen Armlehne und Sitz. Eine Kundin habe ich zum Beispiel, die hat gezielt gesagt, ich habe schon seit einer Weile einen Ohrring, vermisse ich. Und ich glaube, dass der dazwischen gerutscht ist. Oh, ja. Und wenn der Sessel ist jetzt irgendwie in 3 Wochen dran, wenn der dann dran ist, achten Sie mal drauf, vielleicht ist der da irgendwo. Oh ja, dann, so Verritzen sind sehr beliebt. Genau, ganz genau. Und ansonsten gibt es so kleine Geldstücke oder irgendwie sowas, so im kleinen Teil. Ja. Jetzt sieht man das mal sehr schön. Mhm. Gibt es da noch einen Unterschied zwischen alten Möbeln und neuen, was sich so im Innenleben befindet, dieses Futter und so? Also das hier ist ja dadurch, dass das Polster eigentlich dieses Kissen ist, ist das hier wirklich nur eine ganz einfache Polsterung. Mhm. Da ist hier unten die Nosac-Feder. Das haben die im Normalfall in allen Möbeln ab den 60er Jahren, würde ich so grob sagen. Jetzt wollen wir den abtageln. Ich sehe hier schon verschiedene Werkzeuge liegen. Das sind so, das ist so das Grob, was man braucht. Genau, das hier ist ein Seitenschneider. Mhm. Der hat auch eine spezielle Form. Hier kann man auch noch einen Kantendraht mit gerade biegen. Das ist halt so für unseren Bereich für die klassische Polsterung noch wichtig. Mhm. Das ist ein Werner, also der heißt auch tatsächlich so. Okay, da kann man sicherlich so Sachen aus. Genau, der Holzhammer hat ja auch schon ein paar Tage hinter sich, sieht man ganz gut, glaube ich. Der hat schon einige Dienste getan. Eine Schere und ein kaputtes Cutter. Alles klar, also geht es im Prinzip jetzt dann ans Entkernen. Okay, dann legen wir mal los. Und dabei kann man sich ordentlich auslassen. Allerdings kostet es ziemlich Kraft und Ausdauer, alle Klammern und Nägel restlos zu entfernen. Reißen, hämmern, schneiden, alles ist erlaubt. Dabei zeigt sich auch gern mal der Staub vergangener Zeiten. Nachdem der Stuhl natürlich abgetakelt wurde, haben wir so ein bisschen die Zeit beschleunigt und haben jetzt schon den fast wieder im Aufbau befindlichen Stuhl hier stehen. Mhm. Man sieht, wie nennt sich jetzt diese Phase? Also das ist natürlich eine Neupolsterung. Dadurch, dass wir den Sessel natürlich komplett entkernt haben, bis auf die Federung unten drunter, müssen wir komplett neu aufbauen. Ja. Und dementsprechend ist es eine komplette Neupolsterung. Und das jetzt sieht man schon, das haben wir schon so ein bisschen vorbereitet. Hier ist jetzt schon Schaumstoff drin. Genau. Das ist jetzt einfach, weil das die Rückenproportion so ein bisschen abpolstert? Oder? Ganz genau. Also eine Rückenlehne wäre sonst zu senkrecht. Und das hier, dieses Stück nennt man auch Lordosenunterstützung. Das ist in dem Fall einfach eine andere Stärke Schaumstoff, die halt noch dort hinter sitzt, damit am Ende diese Rückenlehne so eine nicht so eine gerade Wölbung hat, sondern so einen leichten Bogen, sodass man, wenn man sich anlehnt, wirklich Unterstützung im Lendenwirbelbereich hat. Und dafür setzt man halt im Vorfeld das unter. Bei den Fahrzeugsitzen zum Beispiel gibt es die mit dem, schon zum Aufpumpen, dass die sich automatisch halt dem Körper anpasst. Und da kommt das eigentlich her. Und deswegen ist sowas halt da drunter. Und alle anderen Flächen müssen halt irgendwie mit ausgeglichen werden. Und deswegen ist es oft auch ein Stückwerk. Ich verstehe. Und das ist jetzt eigentlich noch Filz, damit man ein bisschen die Federn hier unten abdeckt. Genau, man sieht auch, das sind die alten, so wie sie vorhin dran waren. Und hier sehe ich jetzt schon Schaumstoff, der ist zugeschnitten. Worauf muss man dabei beachten? Das sind bestimmt ja verschiedenste Längenangaben, die man... Richtig. Also gerade bei so einem Teil, wo wir im Endeffekt auch später hier eine Naht haben, dann nutzen wir auch den alten Zuschnitt, um halt wirklich
das passgenau zu machen. Die Stärke und Beschaffenheit dieses Schaumstoffs, ist die jetzt besonders ausgewählt für diesen Stuhl oder ist das so eine herkömmliche, die man verwendet? Also das ist ein Standardschaumstoff, Polyurethan. Was unterschiedlich sein kann, sind diese Dicken. Das können wir uns so zuschneiden lassen von unserem Hersteller, wie wir das brauchen. Wir können aber auch darauf eingehen, wenn jetzt jemand gerne besonders festen Schaumstoff haben will. Jetzt nicht in der Rückenlehne, da möchte man das gerne ein bisschen angenehmer, kuscheliger, da ist weniger Druck. Aber wenn man auf der Sitzfläche sitzt, möchte man gelegentlich auch leicht aus dem Sofa rauskommen, deswegen, oder aus dem Sessel. Deswegen ist es oft so, dass wir dort halt einen festeren Schaumstoff nachbauen im Laufe der Jahre, wenn der mal nachgelassen hat aus dem Ursprungszustand, wird dann halt einfach ein festeres Kissen eingebaut, je nachdem, wie es halt der Kunde wünscht, so dass man halt wirklich auch dann individuell drauf eingehen kann. Und das ist halt einfach ein Unterschied zum zum Möbelmarkt, da kann ich nur hingehen, kann mir ein neues kaufen und im Zweifel habe ich in 5 Jahren dasselbe Problem. Das sitzt sich, aber es ist normal für so einen Schaumstoff, dass er sich durchsetzt. Das ist normal, natürlich, klar. Das Material ist vergänglich und früher, also man sieht auch oft bei diesen alten Materialien, dass sich das wirklich richtig zersetzt. Das heißt, es ist am Ende nur so ganz leichter Sand, der da eigentlich nur noch oben drauf ist. Und daran merkt man schon, wenn man das irgendwie nur noch als Holz spürt, dass halt einfach der Schaumstoff hinüber ist. Also insofern. Aus, von Erfahrung her, man kennt das ja selbst, mal sitzt man eher lieber weich, mal sitzt man gerne härter. Gibt es da auch so einen Trend? Dass auf einmal alle sagen, ich muss jetzt in die Härte sitzen, ist das auch meinetwegen auch altersabhängig, oder? Das ist auf jeden Fall altersabhängig. Also gerade dann, wenn man so langsam die Leiden in Hüfte und Knie hat, dann braucht man auf jeden Fall quasi Anschubhilfe von hinten, so nenne ich das mal. Und dann hat man wirklich, hat man es leichter, wenn man nicht so tief einsinkt. Und ich dementsprechend arbeiten wir oft solche Sachen nach. Und das ist dann aber eben eine Aufpolsterung im Vergleich zu dem. Eine Neupolsterung ist kompletter Neuaufbau. Aufpolsterung ist, wir haben nur im Endeffekt die Sitzfläche zum Beispiel zu erneuern. Mit einem speziellen Kontaktkleber wird der Schaumstoff nun besprüht. Ebenso der Stuhl. Wenn beides aufeinander trifft, entfaltet der Kleber seine Wirkung. Die Vorbereitung des Stuhls mit dem Schaumstoff ist das Wichtigste, damit der Bezug am Ende richtig sitzt. Liebe Zuschauer, wir haben gerade schön gesehen, wie dieser Stuhl demontiert wurde und jetzt natürlich wieder neue Bepolsterung bekommt. Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter und dann schauen wir uns mal an, wie ein Sofa so aussieht, wenn es neu bezogen wird. Bis gleich. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörferden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Tag auch. Ich bin heute in Hannover zu Besuch in der Möbelpolsterei und Autosattlerei Jäger. Bei mir ist immer noch Susanne Jäger und ein Stück wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, liebe Zuschauer, denn darauf sitzen wir gerade. Und zwar ist das ein Sofa, was optisch natürlich ohne Bezug ist, aber das viel Interessantere ist, dass es aussieht, als würden wir auf Heu sitzen. Ja, das sieht auch nur so aus. Nein, es ist eine Palmfaser. Das ist ein natürlicher Füllstoff. Der wird mit einer ganz bestimmten Variante zu einem Polster verarbeitet. Also hier drin zum Beispiel ist auch sowas in krümelig. Ja. Und das wurde früher zu einem klassischen Polster verarbeitet. Hier käme jetzt noch eine dicke Watte drauf und der Polsterbezugsstoff. Aber heutzutage hat man das nicht mehr so, sondern da arbeitet man mit Schaumstoff und mit Federkern. Hier unten drunter ist noch eine klassische Schnürung. Und solche Sachen machen wir halt heute eigentlich nur noch in der Restauration, im Neubau gar nicht mehr, weil es nicht mehr, ja, es ist einfach nicht finanzierbar, es ist viel zu teuer vom Zeitaufwand. Und ich habe gemerkt, das schaukelt schön, das erinnert mich eigentlich auch wirklich an diese alten Betten. Ist das wirklich auch nur noch alt? Ist heutzutage ist da sicherlich das irgendwie fester geworden, oder? Heutzutage ist es auf jeden Fall fester geworden. Denn wir setzen nämlich inzwischen Federkerne ein. Ach so. Und da sind
viele Federn auf einem Quadratmeter. Hier haben wir jetzt über die ganze Fläche verteilt vielleicht 32. Also das ist einfach der große Unterschied. Wir haben viel mehr Fläche. Mhm. Das ist ein Zylinderfederkern, der ist Standard, der wird auf einen Holzrahmen aufgesetzt. Mhm. Da kommt Leinen, diese Jute, so eine Jute wieder drum, mhm, und dann wird mit Schaumstoff aufgebaut. Diese Jute habe ich auch schon bei dem Stuhl gesehen. Die Jute, warum verwendet man die? Also das ist eigentlich ein Klassiker. In dem Fall nimmt man mal altbewährtes und die Jute ist eigentlich sehr widerstandsfähig. Natürlich ist das hier kaputt, aber das ist aber auch schon 100 Jahre alt. Ne? Also insofern nutzt man sowas, weil die gut Reibung ab kann. So. Und dadurch, dass sich so ein Federkern natürlich bewegt, der Träger oben drauf bewegt sich. Und wenn das halt ein dünnes Gewebe wäre, mhm, dann würde das durchscheuern. Und schon hängt halt der Schaumstoff im Federkern. Gehört aber nicht hin. Und dementsprechend nimmt man halt Jute und baut es drumherum und baut darauf dann das Polster auf. Okay. Ja, und wo wir schon gerade auf dem Sofa sind, wir wollen eins beziehen jetzt, ne? Aber nicht das. Nein, nicht das. Das würde zu lange dauern. Okay, gut. Das ist das gute Stück? Ja. Ah, okay. Und hier war man schon fleißig, wie ich sehe. Das ist, ganz genau, hoffe ich, schon neu bezogen. Ganz, ne, genau. Der Rücken ist schon fertig. Ah, und hier, das wird dann die Sitzfläche sein, ganz genau, um die wir uns kümmern? Ganz genau, so ist es. Und man sieht, das ist also schon bepolstert. Das, mhm, ist auch, genau, dieses, diesen Schaumstoff, den wir vorhin gesehen, genau, haben. Genau, das ist ein Kaltschaum, der ist der etwas höherwertige. Und der ist auch von dem Hersteller vorher schon in Form geschnitten worden, dass man diese Rundung hier hat. Das können wir nicht selber. Damit es wirklich so aalglatt wird, macht das unser Lieferant. Also okay, so als Zuschnitt kam es zu uns. Und dann sehe ich, dann ist der entsprechende Stoff, der liegt dann hier. Genau. Klar, also ich könnte mir vorstellen, abmessen, das übertragen, das ist so das Wichtigste. Ne? Was ist so, worauf kommt es noch an genau? Also man zum Beispiel bei diesen, wo man die Rückenlehne sieht, wo das so stark gerafft ist oben in dem Knick, ja, da hat man das Problem, dass wir an der Außenseite viel mehr Stoff haben als an der Innenseite. Und da muss man halt vom Zuschnitt das so beachten, dass man natürlich ein bisschen was einhalten muss, dass man da am Ende Falten hat. Das muss man vorher bedenken, weil, ja, im Endeffekt diese Strecke länger ist als die innere. Und, ja, das macht es eigentlich wirklich bei solchen Sofas etwas schwieriger, mhm, vom Zuschnitt her. Mhm. Und das muss man halt mit einplanen. Ja. Da hilft oft der alte Zuschnitt, aber wenn der eben nicht mehr existent ist, dann muss man sich das auch erarbeiten. Aber es wird sicherlich auch immer wieder mit ein bisschen Versatz geschnitten, ne? Dass man noch ein bisschen überlappen kann? Ganz genau. Man braucht auf jeden Fall eine Nahtzugabe, weil wir halt einfach vom Material her das Ganze ja von links nähen. Man muss am Ende umkrempeln können und diese Nahtfahne muss im Sofa verschwinden oder muss auf der Unterseite verschwinden. Und deswegen ist eigentlich der Zuschnitt immer ein bisschen größer als die eigentliche Fläche. Ah, okay. Ja gut, dann schlage ich vor, legen wir mal los. Nachdem die Stoffbahnen zugeschnitten sind, geht es an die Nähmaschine. Eine besondere Nahtverzierung wertet die Optik zusätzlich auf. Ich sehe, es ist fertig genäht. Oh ja. Und es ist auch gleich dicker, man merkt es. Mhm. Das ist dieses weiße Plüsch, was hat es damit auf sich? Das ist Diolenwatte und die muss deshalb eigentlich auf den Schaumstoff normalerweise, mhm, um halt den Stoff von dem Schaumstoff zu trennen, damit der Reibungswiderstand verhindert wird. Weil sonst bleibt so ein Stoff auf dem Schaumstoff liegen und rutscht hin und her und geht schneller kaputt. Und damit sowas nicht passiert, setzt man halt Diolenwatte entweder auf den Schaumstoff auf oder kaschiert halt hier den Bezug damit. Und das sieht am Ende etwas voluminöser aus als jetzt vorher eine glatte Stoffbahn. Ah, okay. Und jetzt kommt es quasi auf die Sitzfläche? Ganz genau. Gibt es da jetzt noch eine besondere Technik, das Ganze aufzulegen? Ich könnte mir vorstellen, das muss ja auch richtig hingezogen werden alles, ne? Dass es perfekt sitzt. Ganz genau. Also wir haben uns hier am Gestell die Mitte angezeichnet und hier am Boden die Mitte, mhm, damit man im Endeffekt natürlich auch rechts und links die gleiche Menge Stoff hat zum Ziehen. Mhm. Und dann muss man natürlich erstmal gucken, dass die ganzen Nähte da sitzen, wo sie sitzen müssen, dass die Nahtfahne in die richtige Richtung reicht und, mhm, und so weiter. Also. Und dann sieht man, ob man korrekt geschnitten und genäht hat. Ja, genau. Also im Endeffekt ist es wirklich das Wichtigste, akkurat zuzuschneiden und halt die Nahtzugaben, die man vorher gibt, auch einzuhalten beim Nähen, weil sonst halt tatsächlich der Bezug auch nicht passt. Dann kommt der Tacker zum Einsatz. Auf ein genaues Augenmaß kommt es an. Sorgfältig wird darauf geachtet, dass keine Falten in den Stoff gelangen.
die Reibung beim Einsetzen der Sofasitzfläche zu minimieren, setzen die Profis auf Folie. So, das ist das fertige Stück. Ja. Können wir uns setzen? Natürlich. Dafür ist es ein Sofa geworden. Richtig. Und es sitzt sich sehr bequem, muss ich sagen. Was haben wir hier für ein Material? Wir haben hier eine reine Schurwolle, die mit 100% tatsächlich verarbeitet wurde. Und das ist eigentlich so vom Material her, was gut und lange hält, weil halt einfach eine Naturfaser trotzdem den Chemiefasern wirklich einen Rang abläuft. Aber wichtig ist es, dass es halt eine Naturfaser im Wollcharakter ist. Eine Baumwolle ist natürlich kein Material in dem Sinne, dass das lange hält, weil das halt einfach andere Eigenschaften hat, wie Lichtbeständigkeit und so weiter, was dafür sorgt, dass das schneller kaputt geht. Aber bei einer Schafwolle ist man gut dabei. Und jetzt haben wir dann den Stuhl so ein bisschen verfolgen können und jetzt das Sofa, was jetzt fertig ist. Was muss man da so kostentechnisch ansetzen? In welchem Bereich bewegen wir uns da? Also es hängt natürlich immer davon ab, wie stark ist der Aufbau. Ne? Wenn wir von dem Stuhl ausgehen, da haben wir ja quasi alles zerlegt. Da ist man mit ungefähr, weiß nicht, so ab 600 Euro aufwärts pro Teil dabei. Und hier bei so einem Sofa, da haben wir im Endeffekt die Sitzflächenpolsterung erneuert und den Bezug außenrum. Und dann ist es halt auch ein hochwertiger Stoff und dann kostet es... Es kommt bestimmt aufs Material an, was man sich aussucht. Da liegt Arbeitsstunden. Man preislich bei ungefähr 1.700 Euro. Und dann das sind dann die Auftragssachen. Wenn Sie selbst was entwerfen und bauen, sage ich mal, gibt es auch irgendwelche Ausstellungen? Wie werden die Leute auf Sie aufmerksam? Wo kann man das sehen? Also wir haben dadurch, dass wir eigentlich ja ein Fachbetrieb sind, der nur neu aufbaut, nicht so die Produkte, die man halt so von der Stange kaufen kann. Das heißt, wir haben natürlich eine interessante Internetseite, wo man halt mal schauen kann, das und das haben wir schon gemacht. Und wir arbeiten halt viel mit Tischlereien zusammen, wo halt wirklich was zusammen entwickelt wird, dass wir wirklich eigene Stücke, eigene Klassiker auf den Weg bringen. Soweit sind wir noch nicht, da arbeiten wir natürlich dran, aber das ist im Endeffekt, das ist eine ganz andere Stufe. Da geht man ins Design und wir sind halt Handwerker und dann muss man mit dem Design zusammenarbeiten und das entwickelt sich langsam. Also da hat man so zwei, drei, mit denen kann man schon mal Gedanken austauschen, aber das ist dann wirklich ein anderer Prozess. Gibt es noch so Außergewöhnliches? Weil Sie machen ja auch so noch nicht ganz so alltägliche Sachen, ne? Richtig. Wir haben zum Beispiel mal einen Koffer von innen neu bekleidet. Das ist mal was anderes. Dann haben wir mal einen Fernsehschrank mit goldenem Leder bezogen beim Kunden zu Hause, weil es war ein Einbaumöbel, etwas größerer Umfang. Das war mal außergewöhnlich. Dann kann man zum Beispiel auch, wenn man mal in hochwertigen Hotels unterwegs ist, dann hat man halt auch mal so eine Innenausstattung in einem Hotel gemacht. Und all solche Geschichten, die halt auch einfach spannend sind, wenn sie nicht unbedingt hier in der Werkstatt passieren. Ja, das klingt interessant, liebe Zuschauer. Ich denke, wir haben einen schönen Einblick bekommen in die Arbeit hier in der Polsterei. Ich kann an dieser Stelle Danke sagen für Ihre Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir das anzuschauen. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und freue mich natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just came